Moin moin und hallo, willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity und wir sind auf dem Weg, wo hinter mir gerade irgendwer abgestochen wird, ja. Auf dem Weg zu einem mysteriösen Mordfall, den wir wahrscheinlich aufklären müssen. Ein bisschen Sherlock Holmes spielen. Oh, da sind Raufbolde, die uns erkennen, glaube ich. Ist immer so staubig hier gerade in letzter Zeit. So ein bisschen ärgerlich. Aber wir sind hier gleich da. Bei unserem mysteriösen Mordfall. Ah. Jungs, ey, lass mich in Ruhe. Komm nur, wenn ich mit dir fertig bin, bist du dümmer als ein Besoffener. Ja, kann ich mich da hinsetzen oder nicht? Ach, ah, in Deckung gehen, das ist eine extra Taste. So, hier haben wir einen mysteriösen Mordfall. Interagieren. Rein mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sag der Schnauze, Vidocq. Überleg doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Schlafen. Psst, hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann... nicht mehr so ein Drecksloch ist? Hallo? Da ist mir wohl die Aufgabe abgekackt. Wir sehen uns dann gleich. Oh. Nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Ich habe nichts gesagt. Alles noch. Und weil mir sterbenslangweilig. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vidocq. Wir können uns hier einen Hinweis abholen. Instruktionen zur Durchsetzung von Recht und Gesetz. Ja, das will ich mir gar nicht durchlesen. Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht einfach hergehen und den ersten Verdächtigen, den ihr trefft, ins Zuchthaus werfen. Nun, natürlich könnt ihr das, aber dann erwischt ihr fast immer die falsche Person. Seht, wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt, braucht ihr ein umfassendes System, um herauszufinden, wer es war, warum und wie. Ihr werdet es euch einfacher machen und die Grundlagen hier auflisten. Lest es und dann geht dann da raus und schnappt die Mörder. Erstens, all eure Entdeckungen werden in einer Fallakte festgehalten. Seht dort nach, um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was ihr bisher herausgefunden habt. Zweitens, untersucht alle Hinweise und sprecht mit allen Zeugen. Benutzt eure Augen und Ohren. Drittens, einige Hinweise werden euch an neue Orten führen. Seid nicht faul, geht dorthin und sucht nach weiteren Hinweisen. Viertens, seht euch eure Fallakte an. Benutzt euren Kopf. Welche der verdächtigen Personen hatte die Gelegenheit, die Mittel und ein Motiv? Fünftens, wenn ihr wisst, dass nur einer der Verdächtigen der Verbrechen begangen haben kann, dann kehrt zum Täter zurück und beschuldigt ihn. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Und wir werden uns mal die Leiche genauer untersuchen. Ah, hier ist auch ein Rätsel. Saturnus, Schwierigkeit 3. Was wollt ihr von mir? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Oh, verstehe, du bist ein Royalist. Ja, Jungs, ihr müsst ja nicht so schreckhaft umdrehen, nur weil ich da langlaufe. Ich versuche hier einen Mord aufzuklären. Polizei, lassen Sie mich durch. Danke sehr. Hallo. Oh, so viel los. Warum muss ja immer so viel los sein? Entschuldigung. Hallo. Hallo. Achtung, Entschuldigung.
Die Wand war schön, die wollte sich kennenlernen. Ja, Ich hab gar nichts gemacht. Kein Stress. Und weiter. 70 Meter, 60 Meter. So, okay. Also in diesem Gebäude muss das wohl irgendwie passiert sein. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Komm her, ich zerquetsch dich, wie es sich für eine Made gehört. Maden haben auch Gefühle. So, ich glaube hier rein, oder? Auf dem Dach wird die Leiche aber wohl kaum liegen. Hab hier runter. Wir müssen irgendwo einen Eingang in dieses Haus da finden. Da. Da geht's rein. Die Schläger verjagen. Ja, das ist mir jetzt gerade relativ egal. Muss jetzt erstmal. Da können wir uns auch die Dings wieder ansehen. So, und wir untersuchen die Leiche. Ein toter Mönch, Bruder Jean, stranguliert mit einem Rosenkranz. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinem Tisch schrieb. Dieser Tisch muss es gewesen sein. Schließen. Sie betreten die Untersuchungszone. Klosterleiche. Das ist, glaube ich, unsere Fallakten. Persönliche Gegenstände. Außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite, die aus einem Buch gerissen wurde. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die 2 werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Okay. Eigentum von Bruder Jean. Leiche von... Ah, okay, dann hat das echt was mit dem Zettel da zu tun. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Der ist auch tot. Jo. Der da hinten ist auch tot. Steht ja auch da drin. 3 werden sterben im Bett. Kann ich mal nochmal angucken. Huch, du solltest dir die Fallakte angucken. Datenbank öffnen. Die sind alle gleich tot. Dort. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Also 3 Mönche. Das heißt, 4 sind tot. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die 2 werden zum Brüdermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Also die 3 sind tot. Dann gibt es 2 Älteste, die vom Tod überrascht werden. Und die 2 werden zum Brudermord verführt. So. Was haben wir hier für einen Kollegen? Herr im Himmel. Bruder Stanislas. Bernard. Und sogar der geschätzte Bruder Benoit. Und dann Bruder Jean. Alle tot. Das begreife ich alles nicht. 3 Mönche sind noch am Leben. Mhm. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Ich glaube schon, dass es einer von den Mönchen waren. Haben wir hier oben noch irgendwas übersehen? Hier haben wir noch was. Persönliche Gegenstände beachtenswert ist ein riesiges Buch voll faszinierender 4 Zeilen, die Prophezeiung des Nostradamus. Trotzdem Hinweise haben wir schon. Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Bruder Jean? Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean? Er drosselt an seinem Pult. Hm.
Haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir auf jeden Fall noch. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Ein Feuer im Weingarten. Warum will man denn ein Feuer im Weingarten legen? Vergifte den Wein im Fass, doch ich schenkte ihn aus. Vergiftete den Wein im Fass, doch ich schenkte ihn aus. Wüsste er, dass ich gestehen will, würde er nicht zögern, mich eigenhändig zu töten. Oh, verflucht sei der Tag, an dem Nostradamus Voraussagen je in Honoris Besitz gelangten. Er ist verrückt und er hat mich ebenfalls in den Wahnsinn geschrieben. Doch ich bin... Okay. Haben wir irgendwo noch Goldenes? Na, den können wir beschuldigen. Wollen wir aber gar nicht. Der junge Mensch ist auf jeden Fall oben auch übergeblieben. Ah, hier haben wir auch noch einen. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Da haben wir einen weiteren Bruder. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Ein Hinweis fehlt uns noch. Ein Hinweis haben wir noch nicht gefunden. Ein Hinweis, der vielleicht sehr wichtig ist. Hier nochmal alles abgrasen. Dass wir noch irgendwo was vergessen haben. Ich finde es ja irgendwie auch wichtig zu sehen, was vielleicht dieser Bruder Jean geschrieben hat. Also ein Hinweis fehlt uns noch. Da oben ist tatsächlich noch was gewesen. Was ich nicht gesehen habe. Zerknülltes Papier. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Stück Papier umklammert, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht: Schuldig, ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue, denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich erkennen, bevor... Der Eintrag ist unvollständig. Wir haben alle Hinweise. Das heißt, wir müssen uns das immer angucken. So... Aussage des Weingutsarbeiter. Er hat einen Mönch gesehen, der ein Feuer mal im Weingarten entfachte. Ich habe ihn angeschrieben, worauf er gelaufen sei. Konnte den Mönch aber nicht identifizieren. Von Bruder Benedikt. Drei ältere Mönche, die tot in ihrem Bett lagen, seien die Ältesten des Ordens gewesen. Nachdem Bruder Jean den Wein gebracht hatte, ist ihnen schlecht geworden. Sind zum Bett gegangen. Als man sie nicht habe aufwecken können, habe Benedikt einen Arzt geholt. Bei seiner Rückkehr habe er Bruder Jean stranguliert am Tisch gefunden. Also er hat einen Arzt geholt, das heißt, er hat wahrscheinlich ein Alibi, der Bruder Benedikt. Bruder Honoré hält Nostradamus für einen Propheten. Teilweise verbranntes Tagebuch, vergifte den Wein im Fass. Doch schenkt ihn aus. Ach, vergiftet den Wein. Der und der vergiftet den Wein und ich hatte ihn ausgeschenkt. Das heißt, Bruder Jean wusste, wer den Wein vergiftet hat. Und er wollte vielleicht gestehen und deswegen wurde er umgebracht. Ah, Nostradamus Voraussagen in der Honoris Besitz. Und er hat... Okay, Honoris ist verrückt. Doch ich bin schuldig, habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue, dann wurde prophezeit doch. Also Honoré. Und Bruder Joseph.
Honorés geistiger Gesundheitsschaden. Eigentum von Honoré, persönliche Gegenstände. Prophezeiung von Nostradamus. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Von 7 Mönchen sind 4 gestorben. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Ja, die 3, die im Bett lagen. Die 2 werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Wer die Ältesten waren, doch die. Aber sind sie letztlich die Verschwörer? Leiche. Ich hätte ja für Honoré sehr wahrscheinlich. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die 2 werden zum Brudermord verführt. Das heißt, Honoré hat wahrscheinlich Jean. Auf jeden Fall. Ich frage mich gerade nur noch, wer Honoré war. Das war der Junge, oder? Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. So, ich möchte wissen. Die 3 restlichen Mönche, einer von denen war es. Der eine hat einen Arzt geholt, danach war Jean tot. Was mit der, wer war das denn nochmal? Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. So, und er hier? Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Der tut mir so scheinheilig, aber was habe ich gegen ihn in der Hand? Honoré hat auf jeden Fall gewollt, dass er ihn vergiftet. Die Mönche vergiftet. Da er ausbleiben wird, ich glaube, dass es Honoré war. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Also richtig. Es lädt, ich glaube, wir haben den richtigen erwischt. Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Na, hatte ich recht. Ich hoffe doch. Er ist doch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Irren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Ja, sehr schön, wir haben es richtig gemacht. Holzhammer haben wir bekommen. Zwielichtige Gestalten in dem Fall, hm? Sehr schön. Und sicher, unseres Erfolges verlassen wir das Quartier und gehen in Richtung Aufnahmeende. Und dort befinden wir uns wieder. Und ich sage euch, danke fürs Zusehen, danke, dass ihr mir bei dem Fall beigewohnt habt. Wir haben letztendlich den richtigen erwischt. Mit Kombination, würde ich sagen. Ich bin schon ein richtiger Sherlock. Wir könnten auch in London wohnen. Aber das tun wir leider nicht. Wir sind in Paris und deswegen sage ich jetzt auch Tschüss und danke fürs Zusehen. Macht's gut.